Weiter geht es mit Donkey Kong Country 2. Ich hatte ja bereits im letzten Part erwähnt, wen wir in diesem Level wiedersehen werden. Der Name sagt das ja auch aus. Die Krokodile mit den Haken heißen Krug. Ich finde sie auch ziemlich nervtötend. Die Kristalle im Hintergrund, waren die in Böllergrube blau? Sollte ich vielleicht mal checken. Hier ist die Donkey Kong Münze zum Glück nicht ganz so mies versteckt. Aber dafür brauchen wir hier auch manchmal wieder gutes Timing. Das hier ist einfach eine schwerere Variante von einem Geheimgang aus der ersten Welt. Erinnert ihr euch noch an den Geheimgang, wo wir in der Schiffskabine waren und eine rote Wespe mit 4 Schatztruhen bewerfen mussten? Ja, warum frage ich überhaupt so dumm? Dies ist doch ein bekanntes Spiel. Wer dieses Spiel nicht kennt, der hat aber gewaltig etwas verpasst. Ja, kann der mich mal in Ruhe lassen, ey? Ja, dann verzichte ich eben auf den Inhalt der Truhe. Ich weiß genau, dass es nichts ist, was ich für die 100% brauche. Wie heißen diese Krokodile nochmal? An die Gegnernamen von Donkey Kong Country 1 konnte ich mich ja noch ganz gut erinnern, aber ja, an die Namen von den Gegnern aus dem zweiten Teil, da trifft das scheinbar weniger zu. Da freue ich mich schon, wenn ich mein Wissen später in Donkey Kong Country 3 testen kann. Das macht mir auch in Fanhacks und I Wanna Be The Guy Fangames immer sehr großen Spaß. Scraves kann Eier spucken, wie ihr seht. Den gibt's auch noch im dritten Teil. Dort kann er allerdings nicht so schnell Eier spucken. Aber so tragisch ist das nun auch wieder nicht. Hier kann man irgendwo rechts abbiegen. So müssten wir den zweiten Geheimgang und auch die Donkey Kong Münze finden können. Und ich hatte recht. Ich kenne dieses Spiel zwar bei weitem nicht so gut wie mein großer Bruder, aber auch schon relativ gut. Hier muss man einfach nur ein bisschen darauf aufpassen, was unter einem vor sich geht. Den Boss werde ich wahrscheinlich auch noch in diesem Part
einbringen. Vorsicht, nicht auf den Haken hereinfallen. Alles Gute kommt von oben. Oh, das ist beneidenswert. In Donkey Kong Country 2 kann man niemals rote Wespen erledigen. Vielleicht ginge das ja mit TNT-Fässern, aber die stehen einem ja niemals zur Verfügung. Schaut mal, wie viele Continues ich mittlerweile schon habe. Cleavers Feuerschwert. Das ist der zweite Boss. Seht ihr den Arm? Der verschwindet nach ein paar Treffern. Diesen Boss gab es auch in irgendeinem I Wanna Be The Guy Fangame. Aber es gibt mittlerweile so viele, über 2000, das ist kein Scherz, da findet sich leider kein Schwein mehr zurecht. Der müsste 4 Leben haben, genau wie der erste Boss. Gutes Timing bewahren. Komm, ich möchte die beiden Münzen haben. Haha, Vollschrottel. Und das gleiche Spiel noch einmal. Ach nein, der hat scheinbar sogar 5 Leben. Oh. Jetzt gerät das Ding vollkommen außer Kontrolle. Die nächste Welt ist dann das tiefe Gramland. Eine äußerst sumpfige Gegend. Ich mache auch jetzt einen Schnitt, also tschö.